Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom, auf der letzten Bier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Der Leader von den Zombie Cowboys meldet sich natürlich mal wieder zurück. International berühmt aus Funk und YouTube. Und jetzt geht's los, weil wir machen heute was Cooles. Natürlich haben wir wieder was Cooles vorbereitet. Ist natürlich immer schwierig, wenn man ein Video macht, was vorzubereiten. Weil was kann man in GTA schon Großartiges machen, außer Auto zu fahren und ein bisschen zu pflegen? Dann gibt es natürlich noch diese kleinen Spirituosenläden. Yo. Mit dir. Mit dir habe ich noch was Tolles vor. So, aber das kommt natürlich erst nachher. So, wir gehen mal rein. YouTube Gamescom ist wieder am Start. Und wir haben keine Munition. Das weiß aber der Mann nicht. Aber wir haben noch ein geiles Messer am Start. So, jetzt tippen wir hier alles ein. Schön, komm schon. Also, für die Leute, die GTA überhaupt nicht haben, das ist ein riesiges Spiel. Und da gibt es auch so kleine Supermärkte. Und die kann man überfallen. Und, ja, natürlich kannst du auch. Ach. Oh, was hast du da? Baseballschläger? Willst du mich mit Baseballschläger bedrohen? So, wenn ihr es genau gesehen habt, habt ihr gesehen, dass er noch eine Waffe gezogen hat. Und jetzt kann ich natürlich hier das Geldpaket einsammeln. Habe 1000 Dollar. Und kann mich um die Frau kümmern hier. Wo ist sie hin? Oh, egal. Macht ja nichts. So, dann stellt ihr einfach ein. Und bei diesem Laden ist natürlich super. Weil ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier hochzufahren. So, wen haben wir denn da noch alles in der Lobby, ey? Perfekt. So, der Red Dead Redemption Clan ist auch am Start. Und der Outl Clan. Hey, Outl. Frankie Smoker hat das Dope, das Weed schon parat gelegt. Yeah. So. Er kann gar nicht mehr richtig zocken, der Frankie. Weil seine ganzen Hände verklebt sind. Vom Harz, vom Dope. So. Ich habe jetzt 3 Sterne bekommen. Und natürlich, wenn ihr 3 Sterne habt, ist es eigentlich immer so, ihr habt verschieden. Aber das ist kein Problem. Weil ihr habt hier unten eine Brücke. Und hier könnt ihr euch einfach verstecken. So. Und hier seid ihr sicher. Hier passiert euch nichts. Vertraut mir. Ah, Mist, die Bullen sind wieder da. So, wir haben ja noch die Munition. Oh, scheiße. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt müssen wir hart sein. Jetzt müssen wir cool sein. Jetzt muss ich zeigen, was ich drauf habe als Clan-Leader von den Zombie-Cowboys. Oh, perfekt. Die haben uns abgeknallt. Aber die Kohle haben wir natürlich immer noch hier. Guckt euch mal die Kohle an, die wir haben. So, mit der Kohle kann ich nachher dann mein Auto wieder einlösen. So. Steigen wir mal ein und fahren einfach mal drauf los. So, als nächstes. Wir haben ja den Laden überfallen. Jetzt könnten wir eigentlich den nächsten Punkt abklappern. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die Lobby füllt sich hier. Wow. Frankie, was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Hier, mein Headset ist am Arsch, weißt du? So. Gehen wir mal in die First-Person-Ansicht. Das können wir jetzt seit über einem Jahr in GTA ja machen. Und wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, schaut mal auf den Lenk, auf das Lenkrad. Achtung! Genau. Ihr seht, die Frau bewegt das Lenkrad richtig. Also die kann es richtig weit bewegen, wie im echten Leben auch. Aber sind wir jetzt einmal im Auto? Ist da nicht viel zu sehen. Das sind einfach so Dinge, die fallen mir wieder auf. Und natürlich haben die Spieler hier wieder das ganze Spiel verlassen, weil mein Internet wieder so schlecht ist und die einfach rausgekickt werden. Aber ist ja kein Problem. GTA ist ja kein Call of Duty. Sondern das ist halt einfach, ja, da braucht man kein schnelles Internet in GTA.
Das kann ich euch auf jeden Fall mal schon mal versprechen. Das braucht ihr nicht. Coole Waffen gibt's natürlich. Die Axt ist sehr cool. So, was wollte ich denn eigentlich machen? Genau, wir gehen jetzt mal als Feier des Tages, aber YouTube Gamescom glaube ich in einem YouTube-Video noch nie. Och man, was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Aufnahme abbrechen. Mann, 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 Rockstar Games, Ding, Sony, was macht ihr wieder für einen Scheiß? So, weil ich brauche unbedingt einen neuen Haarschnitt und, ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal rein. So, was mich eigentlich auch noch interessieren würde, wie alt seid ihr eigentlich? Ja, ich meine euch, meine Abonnenten, meine Zuschauer, die neu auf meinem YouTube-Kanal sind und vielleicht mich noch gar nicht abonniert haben. Wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr? Schreibt einfach mal das Alter hin, euer Namen, eure Kontonummer. Ja, mehr will ich eigentlich gar nicht. Krass, YouTube Gamescom kann sich tatsächlich verändern. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Ich hätte mal hier früher schon hingehen sollen. Gesichtsbemalung gibt's. Schaut euch das mal an. $10.000. $20.000. Make-up. Naja, Make-up bringt da nicht viel. Tut mir leid, aber kaufen will ich da glaube ich nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem GTA Online-Charakter. Kann ich absolut nicht meckern. Kann ich absolut nicht meckern. Und es war die beste Entscheidung, als Frau zu spielen. Weil als Frau hast du einfach mehr Vorteile in GTA. Das will ich euch auf jeden Fall mal sagen, weil ihr werdet von manchen Jungfrauen oder von manchen Männern weniger oft angeschossen. Da kommt dann eher so eine Nachricht wie, kannst du mir mal deine Titten zeigen und so. Also als Frau hast du in GTA wie im echten Leben natürlich auch Vorteile, aber auch Nachteile. So, aber das ist gar nicht mal so wichtig. Okay? Boah. Ja, was denn? Ich dachte, das ist ein Wildschwein. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.